Hallo, ich bin's, die Silvia. Schön, dass du eingeschaltet hast. Ich freue mich, dir heute einen neuen Step-Aerobic-Schritt zu zeigen. Der dritte Schritt in dieser Serie, es ist der V-Step-Turn. Und damit du ihn wieder besser lernen kannst, drehe ich mich und mache ihn erst in der Rückansicht vor. Mach gleich mit, ich zeige es ganz langsam. Du beginnst wieder mit dem rechten Fuß, wie beim V-Step. Stellst den Fuß oben hin und drehst ihn dann mit dem Rücken nach hinten. Neben das Step. Jetzt nimmst du den Fuß, der näher am Step dran ist, gehst wieder hoch. Hoch und drehst dich zur Gegenseite. Ist dann rechts, links, rechts und Tipp. Und links, rechts, links und Tipp. Eins. 2, 3, Tipp, 5, 6, 7, Tipp, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mit einer Armbewegung dazu kannst du den Arm mit dem Bein mitnehmen. Wenn du das rechte Bein nimmst, nimm auch den rechten Arm. Und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, noch einmal und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. So, jetzt nochmal in der Frontansicht, so die Arme auch besser sehen kannst. Du beginnst wieder mit deinem rechten Fuß. Wir haben hoch, hoch, rückwärts drehen, hoch, hoch, rückwärts drehen, hoch, hoch, rückwärts drehen, hoch, hoch. Zählweise 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, tap, 5, 6, 7, 8. In Kombination mit den Armen, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 und 1, 2, 3, 4 und 5, 6, 7, 8. Prima, dass du durchgehalten hast. Jetzt kannst du schon 3 von den Step-Aerobic-Grundschritten. Die kann man auch kombinieren. Das zeige ich dir in einem nächsten Video. Also bleib dran. Wenn du immer aktuell meine neuesten Videos haben möchtest, dann vergiss nicht, mein Abo anzuklicken. Und denk daran, ich freue mich über ein Like oder über einen freundlichen Kommentar von dir. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.